Ja, also schau mal, ich mache so Mutschli eben mit verschiedenen Geschmäckern wie Walnuss drinnen. Dann haben wir Chili Garlic, den nenne ich Diavolino. Dann habe ich hier, was hier auch sehr gut ankommt, ist der Feta-Käse. Also der wird zwar aus Kuhmilch gemacht, nicht original wie aus Schafsmilch, aber ist auch sehr lecker und kommt gut bei den Restaurants an für ihre Salate und so weiter. Wir sind jetzt hier in Goa, in Siolim, das ist im Norden von Goa. Und ich habe mir hier einen Platz gesucht, ziemlich im Dschungel, ein bisschen, dass es kühl auch ist und das Klima angenehm. Und hier mache ich Käse, Schweizer Käse. Also mit Schweizer Rezepten, mit Schweizer Kulturen. Und den vermarkte ich hier auf dem Markt und davon lebe ich. Ne? Also ich bin eine Bauerntochter auch aus Bayern und es ist ja schon, liegt mir schon im Blut irgendwie. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und dann habe ich zwar Gastronomie gelernt, also Hotelier, und bin dann in die Schweiz gegangen, um dort in Hotelier, also in der Gastronomie zu arbeiten, meistens Season, Sommer, Winterseason. Und das habe ich 15 Jahre lang gemacht und dann ist mir das irgendwie ein bisschen, ja, langweilig geworden. Und dann habe ich mich wieder so ein bisschen zurückbesonnen auf meine Roots und habe mir gedacht, jetzt will ich auf die Alpen gehen zum Käsen, und dann muss natürlich Käsen lernen. Ne? Das habe ich ja nicht gekonnt noch. Ja, dann habe ich eine Schule gemacht, also eine Ausbildung als Käserin, und bin dann auf die Alpen gegangen. Ich wollte eher so die Ruhe, die Berge, die Kühe und keine Leute mehr bedienen müssen und so weiter. Ne? Das ist halt dann... ist mir dann ein bisschen zu viel gewesen nach 15 Jahren in der Gastronomie. So, da ist jetzt die Milch reingefüllt. Schau, das sind jetzt die Töpfe, wo die einzelnen Käse dann gemacht werden. Dann hier auch. Ich habe zwei Angestellte. Und die machen das ganz gut. Eigentlich hier macht man das ja nicht mehr von Hand, so in der Schweiz, ne? Also persönlich ich, sondern hier lässt man das machen und organisiert das und lernt Leute an. Und hier ist es halt mehr jetzt dann organisatorisch für mich, ne? Nicht mehr so viel praktisch, ja. Jetzt macht sie das Lab rein. Naja, ist schon noch ein bisschen anders hier. Also so, dass man halt dort das noch direkter ist, so wie ich es dort gemacht habe, mit den Kühen melken und dann die Milch sofort zu Käse verarbeiten. Ne? Das ist natürlich schon von der Qualität der Milch auch noch ein Unterschied, wenn du das gute Berggras hast. Ne? Das ist natürlich schon First Quality, dort zu käsen. Und hier ist es halt so, dass ich die Milch über den Milchhof oder die Milchgenossenschaft eben beziehe, ne? Nicht direkt von den Farmen, weil es ist eben auch ein bisschen, ja, man ist nicht so einfach, hier gute Qualitätsmilch zu bekommen. Ne? Und die Bauern direkt, die schwindeln halt dann auch oft auch und mischen Wasser rein und dann kann es halt nicht mehr käsen, weil dann Bakterien drin sind und so weiter. Und mit den Milch... Genossenschaften, da habe ich halt pasteurisierte Milch schon erstens mal und die ist kontrollierte Milch und ich kriege die ins Haus geliefert und so weiter auch. Ne? Und das hat so seine Vorteile. Aber so die Milch, die ich habe, ich bin sehr zufrieden mit der Qualität. Ne? Es geht gut zum Käsen. Und es braucht dann so 40 Minuten, bis das die eingelabt ist.
Dann wird die Galerte, nennen wir das dann, zum Käsebruch geschnitten, also in Würfel geschnitten. Dann wird es also gerührt, damit die Molke austritt. Das dauert insgesamt so 1,5 bis 2 Stunden, je nach Käseart. Und dann wird der Käsebruch dann in die Formen gefüllt und kommt dann hier auf die Abtropftische. Da wird dann die Molke aus dem Käse entweicht eben, ne? Und dann bleibt es da 24 Stunden auf dem Abtropftisch, wird mehrmals gewendet und da findet dann die Milchsäuregärung dann auch statt. Ne? Ich nehme keine indischen Kulturen oder auch kein Lab aus Indien. Ich importiere das alles aus der Schweiz. Ne? Ich habe es auch nicht ausprobiert, weil ich bin einfach davon überzeugt, dass die Kulturen und das Lab aus der Schweiz einfach besser ist. Ne? Da weiß ich, was ich habe, sozusagen. Da kenne ich mich aus damit. Alles, was sie hier fabrizieren, ja, das mag gut sein, aber ich bin jetzt da so eingestellt, dass ich das lieber aus Europa habe. Ne? Mein Garten, der ist auch recht schön, ne? Wenn es Wasser hat. Vor 18 Jahren bin ich das erste Mal in Goa gewesen, so als Tourist halt, Freunde besucht, die schon länger hier waren und dann hat mir das gut gefallen, dann bin ich ziemlich lange in Indien unterwegs gewesen, also so richtig Indien reisen und immer wieder mal nach Goa gekommen, so zwischendrin, aber nie länger wie maximum 1-2 Monate. Und dann jetzt vor ein paar Jahren habe ich eben mich entschlossen, hier in Goa zu leben. Und habe dann ein Haus gesucht, habe hier das Haus gefunden und habe mich eingerichtet, dann habe ich angefangen mal auszuprobieren zu käsen, weil damals hat es eben noch nicht so viele Angebote im Markt gegeben an Käse und dadurch, dass ich ja in der Schweiz Käserin bin, auf den Alpen im Sommer gearbeitet, habe ich mir dann gedacht, naja, das könnte man ja hier mal ausprobieren und dann habe ich das erstmal für mich und Freunde ausprobiert und denen hat es alles gut geschmeckt. Und dann habe ich das, ja, jetzt ist eine Company am Laufen. Ne? Vom Sonntag war das, also der letzte, vom Samstag quasi. Das ist jetzt alles Feta-Käse und der wird jetzt in halbe Kilo gepackt. Also ich könnte hier Riesenindustrie aufmachen, wenn ich wirklich investieren würde. Also ich beliefere ja jetzt nur Nord-Goa quasi, ne? Und ich bin ständig ausverkauft mit meinen Produkten. Wenn ich das jetzt ganz Goa beliefern würde, müsste ich einen größeren Platz mir zulegen, also noch einen größeren Manufacturing-Raum bauen und mehr Angestellte haben. Dann auch mit dem Ausliefern muss das noch mehr ausgebaut werden. Klar, das hat dann auch mehr, aber es ist ja ein guter Markt hier. Also auf jeden Fall, du könntest das auch in ganz Indien weit wird das ankommen, mein Produkt jetzt. Wie man sieht, die europäischen Märkte alle Rezession, aber hier in Indien, das geht immer bergauf noch. Ne? Okay. Ja, wir kommen in Chile. So, in Swiss-TV. Genau. Schauen wir mal, wie lange. Man weiß ja nie mit den Visa-Problemen, die momentan da aufkommen und überhaupt ist nicht mehr so gut gesinnt den Ausländern gegenüber, jetzt hier sich niederzulassen und Business zu machen. Man muss schauen, wie das weitergeht, ne? Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann werde ich wieder eine andere Lösung finden müssen jetzt für mich. Aber so, soweit es noch Freude macht und gut geht, dann machen wir das so weiter. Ne?